Hauptsächlich sind es die Chefs der beiden wichtigsten Notenbanken dieser Welt, der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten und dort Ben Bernanke und der Europäischen Zentralbank und dort Mario Draghi, die in diesen Stunden die Märkte bewegen. Gestern Abend hatte ja Ben Bernanke gesagt, dass sich die Lage am US-amerikanischen Arbeitsmarkt nur dann wirklich deutlich verbessern könnte, wenn das Wirtschaftswachstum schneller in Schwung kommt. Und das wird nun interpretiert als Ankündigung einer weiteren geldpolitischen Lockerung der Runde 3 in diesem Fall seit Beginn dieser schweren Finanzkrise im Jahr 2008. Und das wiederum, das setzte den US-Dollar ein wenig unter Druck. Der Euro konnte hinzugewinnen, liegt jetzt aktuell bei 1,3350 zum US-Dollar. Und auch der DAX gewann, zieht auch heute weiter hoch auf 7.138 Punkte. Mit 60 Punkten liegt er jetzt im Plus oder 0,8%. Ja, und auch Mario Draghi, der Chef der EZB, ich hatte es angedeutet, der hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Er hat zumindest gesagt, dass er Stabilisierungsanzeichen sieht an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft. Das alles sorgt für weitere Zuversicht. Und die Derivateanleger hier, die nutzen dies einmal mehr, um jetzt erst einmal Gewinne bei ihren Call-Optionsscheinen und Long-Zertifikaten auf den DAX mitzunehmen. Um 16 Uhr bekommen wir heute die Statistik des Verbrauchervertrauens aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Da könnte es dann spätestens zu diesem Zeitpunkt weitere Impulse geben. Wir sollten noch über BMW sprechen. Haben Sie ein BMW vielleicht zu Hause, der 5er und der 6er Reihe aus den Jahren 2003 bis 2010, dann sind Sie von der aktuellen Rückrufaktion von BMW betroffen. Und jetzt könnte man meinen, dass das dem Aktienkurs irgendwie schadet, aber ganz im Gegenteil, die BMW-Aktie mit 0,5% im Plus bei 68,98 Euro und auch Daimler steigt 1,3% auf 47,26. Ja, was ist mit den Autos schon wieder los? Hier gab es eine Empfehlung der Analysten von UBS. Die hoben das Kursziel für die BMW von 68 Euro auf 72 Euro an und für die Daimler-Aktie von 50 Euro auf 60 Euro. Außerdem meldeten sich weitere Analysten zur Aktie von Linde zu Wort. Hier in diesem Fall jetzt die Kollegen von JP Morgan. Die hoben hier ihrerseits das Kursziel von 122 Euro auf 150 Euro an und auch ihre Einschätzung von neutral auf Übergewichten. Die Linde-Aktie zieht weiter nach oben. Aktuell leicht im Plus 0,2% geht es nach oben auf 34,50 Euro.